wie schallt's von der Höhe. Das Gespräch der Knechte. Eins. Du, Sepp. Ja, Sepp. Sag einmal, kannst du Auto fahren? Ha, ich nicht Auto fahren, nein. Aber du weißt schon, was ein Auto ist. Ja, das ist das, wo ich einmal mitgefahren bin, mit den Bauern. Ach so, du bist schon einmal mitgefahren. Da hat der Bauer mit ganz wichtigen Leuten in andere Auto geredet. Ach so, mit wem denn? Ja, mit einem Deppen, einem Affenschädel, einer blöden Kuh, einem Dodel, einen Sautrottel. Weißt du, dass es jetzt schon Autos gibt, mit denen man reden kann? Ah ja, und was sagen die Autos so? Die Autos sagen nichts. Du musst was sagen. Ja, was soll denn ich mit einem Auto reden? Na ja, zum Beispiel, du steigst ein und sagst Zepp, damit dich das Auto erkennt. Obwohl ich glaube, dass es dich verleugnet wird. Und was sagt das Auto, dass ich es kenne? Mein Gott, na, dass dir das nicht wehtut. Nix sagst. Du sagst, fahr mich nach Italien. Nach Italien? So weit? Ja, so weit. Und wie finden das Auto dorthin? Instinkt. So wie unsere Kühe jede in ihren eigenen Kobel findet. Okay, Kunststück hängt ja in jedem Kobel ein Schüdel mit Namen.